Hey Leute, nicht vergessen, falls ihr das nächste Mal Robux kauft, vergesst nicht unten rechts hier auf diesen Starcode zu drücken und dort Roman einzugeben und auf Validate zu drücken. Dadurch könnt ihr mich unterstützen, ohne dass es euch irgendwas kostet. Vielen Dank! Es ist mal wieder Slashing Master Time! Yeah! Ich fahre Motorrad einfach, gell? Nein. Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge mit mir, Rizzo HD. Heute mache ich erstmal hier die Musik aus, damit ihr unsere eigene Musik genießen könnt. Weil jetzt kommt ein richtig nicer Jam. Wie findet ihr die Musik? Cool, oder? Nein, okay, wir hören auf. So, was machen wir heute? Wir werden heute hier ein Messer benutzen zum Schlagen. Höchstwahrscheinlich wird es wieder damit zusammenhängen, dass wir da irgendwas verprügeln müssen mit unserem Schwert. Und ihr seht, das kann tatsächlich in eine sehr schlimme Richtung gehen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es hier eigentlich eine ganz coole Sache sein kann. Und wir holen uns einfach, ein kleiner Tipp von mir, bei solchen Spielen, ja, bei solchen coolen Simulatoren, könnt ihr euch direkt am Anfang den Daily Reward holen. Dadurch, warte mal, jetzt habe ich einfach den gesamten Ton ausgemacht, oder was? Warte mal, da muss ich jetzt aber hier die Musik wieder, warte mal, Hide Other Pets, okay, dann müssen wir Musik wieder anmachen, weil sonst hören wir ja gar nichts mehr. So, und dann spielen wir halt mit Musik. So, meine werten Damen und Herren, wir machen das so. Wir werden einfach immer schlagen und einfach immer wieder verkaufen gehen. Das heißt also, wir haben hier 1000 Coins. Ein Schlag, 1000 Coins. Ein Schlag, 1000 Coins. Okay, das ist schon wirklich ein bisschen sehr schnell. Und so wie es aussieht, müssen wir Seelen sammeln, ja, damit das Ganze hier überhaupt funktionieren kann. Deswegen schauen wir uns mal um, was wir hier so machen können. Wir können uns beispielsweise bessere Seelen kaufen, ne? Eine gelbe Seele, eine lila Seele, eine grüne Seele, eine rote Seele und eine... Nee, das war's. Die rote Seele. So, und danach kommt Unlock New Island to get more items. Okay, das heißt, die rote Seele können wir, bis wir das nächste Inselstückchen erreicht haben, können wir tatsächlich nur die rote Seele nehmen. Wir bekommen 100 Seelen pro Schlag. Das heißt also, bei 3000 Seelen müssen wir so circa 30 mal schlagen, würde ich mal sagen. Ja, ergibt ja auch Sinn. Das heißt, wir können die jetzt tatsächlich auch viel besser verkaufen gehen. Nur können wir das ganze Leben nochmal ein bisschen leichter machen. Alter, wir bekommen 41.000 Coins, wenn wir da ein bisschen was verkaufen. Wir gehen jetzt einfach mal zu Swords und holen uns einfach mal ein besseres Schwert. Wow, man kann sich für 87,5 $ ein fancy Hilt Sword holen. Aber wir haben insgesamt schon 62.000. 62.000 haben wir. Hä? Okay, das heißt also, wir können uns hier wirklich schon viele Schwerter holen. Und die Schwerter, die wir hier haben, wow, wie cool sehen die denn bitte aus? Was? Schaut euch das mal an. Das brennt richtig. Das, was wir gerade geskippt haben, wie sah das denn aus? Ist es das gleiche nur in Rot? Guck mal, das leuchtet so in Rot. Wow, die Waffen sehen ja richtig gut aus. Trusty Blade. Guckt euch die mal an. Oh, yo, die blitzt sogar so. Was sind das denn für krasse Models? Oh mein Gott, ich habe den aus Versehen getötet, glaube ich, gerade. Guck mal, guckt euch das an. Mit einem Schlag habe ich den getötet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann haben wir hier noch ein Gladius-Schwert. Das ist tatsächlich ein Schwert, was noch mehr leuchtet. Zack! Zack! Oh mein Gott, wir sind so stark. Und dann gibt es hier schon das erste Doppelschwert. Das ist das Drachenritterschwert mit 14 Attack Damage. Und dadurch haben wir zwei Schwerter in der Hand. Was? Wie krass sieht das denn aus? Und wir sind dadurch... Oh mein Gott, ich habe gerade 41 Milliarden Schaden erhalten. 41 Milliarden. Wie soll das denn gehen? Wahnsinn. Wir gehen jetzt erstmal verkaufen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben 159.000. Damit das hier ein bisschen schneller vorangeht, können wir uns gleich mal noch ein bisschen umschauen. Ich würde sagen, wir holen uns hier nochmal alle die beste Waffe. Warte mal, die lilan wollte ich mir noch ansehen. Lila ist nämlich meine Lieblingsfarbe. Boah, die sehen richtig cool aus. Das sind so Dämonenschwerter. Zack! Und dann kannst du einfach die Leute abholen so. Okay, und dann holen wir uns das Stärkste, was wir jetzt auf dieser Insel noch überhaupt bekommen können. Und das sind dann die hier. Ein einziges Schwert, das ist so ein blaues. Zack! Zack, zack. Oh mein Gott, der Typ hat viel zu viel Leben. Den können wir auf jeden Fall nicht töten. Okay, dadurch müssen wir jetzt losgehen mit dem besten Schwert und tatsächlich ein weiteres Inselchen freischalten, beziehungsweise irgendwie dahin kommen, und zwar das Plains Island. So, wie kommen wir dahin? Das ist natürlich die Frage, die wir uns alle natürlich stellen. Und da müssen wir uns jetzt sozusagen ein wenig auf den Weg machen, ja? Double Jump, 0 von 1 habe ich jetzt. Okay.
Was? Man kann Seelen updaten, man kann Pets, man kann Skills. Skills kann man auch updaten. Der Double Jump, der zweifache Double Jump kann man sich updaten, ne? Und der Fünffach-Hit kann man sich updaten, ne? Der dreifache Double Jump und der Zehnmal-Hit und dann der vierfache Double Jump für 187.000. Interessant. Das heißt also, wenn wir jetzt ein bisschen noch verkaufen gehen, können wir uns die ganzen Robux... Oh mein Gott, wie schnell das auch funktioniert. Schau ich das mal an. Guck mal, wie schnell. Jetzt haben wir schon die vierfachen Double Jumps. Das heißt, wir können jetzt vierfach Double Jumpen, ne? Oh, ja, damit kommen wir auf jeden Fall schneller hoch. Damit bin ich mir ja sowas von sicher. Guck mal, und da ist schon der Plains Reward. Das ist sogar schon die Insel, die wir gesucht haben. Cool, das waren nochmal 100.000. Und wenn ich in 6 Stunden wiederkomme, dann kriegen wir da noch mehr. Guck mal, da ist auch nochmal eine Kiste. Ein Gruppenreward, aber ich spiele leider nicht in der Gruppe. Schade. Naja, aber wir können hier weiter hochkommen. Warte, 1, 2, 3 und 4 auf die Wolke. Okay, dann schauen wir mal, ob wir auch so weiterkommen. 1, 2... Oh nein! Aua, okay. Das ist natürlich jetzt eine blöde Situation, aber laut dem Ding, was wir da durchgelesen haben... Alter, das ist ein Oger, gell? Lass mal gegen den Oger kämpfen. Zack, zack! Uah! Okay, das lohnt sich nicht. Die sind wieder viel zu stark, die Oger. Laut diesen gesamten Geschichten hier können wir uns jetzt, glaube ich, unlock New Island to get more items. Ach, Tatsache. Nee, wir sind tatsächlich noch nicht ganz hochgekommen. Wir haben das Ding nicht... Oh mein Gott, ich dachte, ich habe das schon freigeschaltet. Okay, zack, wir müssen immer landen und immer darauf warten. Oh mein Gott. Oh, ich bin aus dem... Ich bin jetzt was? Ich bin aus der Insel geflogen. Okay, ich glaube, ich mache es nochmal ein bisschen schlauer. Ich hole mir mal ein Pet, ja? So, und dann mache ich gleich mal 3 auf einmal auf, okay? So, was haben wir da? Bam, bam, bam! Oh mein Gott! Ein Hund, ein Hühnchen und eine Katze. Eigentlich ein guter Deal, oder? Ich würde sagen, das ist schon in Ordnung. Wir können nochmal 3 öffnen. So, vielleicht kriegen wir dadurch noch ein bisschen mehr Speed oder irgendwie sowas. Komm schon. Und unten nur 3 wieder kommen. Mies, mies. Aber ich glaube, es lohnt sich gerade gar nicht, auf Pets zu gehen, weil wir sowieso schon so viel Geld haben. Vielleicht können wir uns hier eine Ankommen-Chest. Ja, genau, hier, die ist viel besser. Davon können wir uns mal 3 Stück gönnen. So, können wir uns die überhaupt leisten, 3 Stück davon? Nee, können wir nicht. Okay, wir können auf T drücken, das ist dann Auto. Dann eröffnet, das ist dann wie so Autostart einfach. Da haben wir jetzt eine Kuh bekommen. Sehr gut. Das heißt, wir können uns gleich noch ein Haustier gönnen. Super Sache. Solange wir Geld haben, können wir immer noch spielen. Das heißt also, oh, eine öffnen. Auf geht's. Was haben wir noch drin? Okay, eine Kuh. Eine Kuh. Wieder Kuh. Okay. Ah, nicht so gut. Nicht so gut. Ich brauche Krokodil oder sowas. Episch. Komm. Episch. Komm, gib uns einen epischen. Ah, ich kann mir keinen mehr leisten. Ich bin arm. Okay. Warte. So, und, Alter, das ist so dumm, dass man so einen Kopfstand machen kann, gell? So, aber jetzt gehen wir nochmal verkaufen. Jetzt haben wir auch verkauft. So, und jetzt müssen wir aber hier hochkommen. Jetzt reicht's langsam. Jetzt, das lässt mir jetzt kein Zuschauer mehr richtig durchgehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen anstrengen. So, zack, und dann... Oh nein! Okay, 1, 2, 3 und 4. So, und jetzt ausruhen. 1, 2, 3 und wir sind oben. Oh mein Gott! Ja, Mann! Wir haben es geschafft. Oh ja, Junge, was ein heftiger Beat. Okay, hier gibt's Rare Chests, hier gibt's wieder neue Tiere. Auch zum Bauen und was weiß ich. So, zack, zack, zack. Kann ich den Typen hier töten? Nee, kann ich nicht. Okay, wir können jetzt wieder verkaufen. Na, jetzt sind wir wieder unten. Aber jetzt können wir tatsächlich das Portal benutzen. Das ist unser Vorteil. Das heißt, wir können jetzt immer mit dem Portal hochkommen. Oh, das ist mir ein bisschen zu laut, die Musik. Die muss ich tatsächlich ausmachen. Die ist mir ein bisschen zu nervig. Okay, das heißt, was können wir noch machen? Wir können hier verkaufen, wir können Schwerter kaufen. Das heißt also, jetzt haben wir das Ding geholt. Jetzt können wir hier das Breaker Sword holen. Für 375.000? Was ist hier passiert? Okay, das heißt, jetzt brauchen wir erstmal, würde ich sogar sagen, ein bisschen mehr Seelen. Seelen! So, erstmal hier auf Sell. Oh Mann, immer wenn ich auf Sell drücke, komme ich immer unten an. Was soll das denn? Ich wollte gar nicht unten. Ich möchte oben das Zeug kaufen. Jetzt muss ich immer durch dieses Portal durchlaufen. So, Seelen. So, die Purple Soul habe ich. Ich möchte die Silberseele noch haben. Dann die blaue Seele möchte ich noch haben. Die schwarze Seele möchte ich haben. Und die hier kostet schon 1,25 Millionen. Okay, alles klar. Das heißt also, wir können jetzt mit diesem Zeug, was wir jetzt haben, können wir richtig schnell Seelen farmen. Ja? Und wenn wir richtig schnell Seelen farmen können, ohne Ärger zu haben, können wir auch einfach schnell Geld holen. So, ich habe sogar jetzt schon 1 Million.
Ich kann sogar weiter Geld verdienen, obwohl ich da tot gerade lag. Okay, das ist eine coole Sache. Das heißt, guck mal, wir können dann hier auch unten einfach jetzt ein bisschen mehr Geld farmen und sowas. Das ist eine coole Sache. So, und jetzt können wir uns auch hier gleich, glaube ich, Schwerter kaufen. Das heißt also, lasst uns mal hier das neue Schwert hier kaufen für 375.000. Und der Herzensbrecher. Yo, Alter, der sieht heftig aus. Guck mal, der hat sogar so eine Linie oder sowas. Heftig. Der ist wirklich krass. So, guck mal, den Typen kann ich... Oh, yeah, ich habe sogar einen neuen Rang bekommen. Oh mein Gott, der Typ macht 140 Millionen Schaden. Ich habe nicht mal eine Chance gegen die anderen. Alter, die sind zu krass. Okay, dann müssen wir uns jetzt einfach mal das beste Schwert holen. Wir holen uns jetzt einfach das beste Schwert. Dabei würde ich mir eigentlich gerne fast alle Schwerter... Was? Dieses Schwert kostet 1,8 Millionen? Das nächste Schwert kostet 1,8... Oh, ich habe 2 Millionen. Okay. Oh Mann, man wird hier immer getötet. So. Das Glücksschwert habe ich jetzt hier. Okay. Oh, warte. Ich kann jetzt auch ein paar Leute töten. Das ist eine gute Sache eigentlich. Oh Gott. Das Windschwert kostet 2,5 Millionen. Oh, jetzt muss ich hier die ganze Zeit Geld sammeln. Okay. Ich muss hier eigentlich nur herumstehen und Geld verdienen. Okay, jetzt kann ich mir schon das nächste gönnen. Oh, jojojojo. Okay, okay, okay. Ich würde sogar sagen, wir brauchen uns gar nicht die ganze Zeit diese Dinger zu holen. Wir können auch einfach hier zu den Skills gehen und uns bei... Oh, warte mal, ich bin so dumm. Ich habe doch extra diese Pets da geholt. So, und wir können diese ankommen. Die... Warte mal. Lock? Unlock. Hä? Die sind unlock? So, unequip. Und dann können wir das nochmal equippen. Und den Hund... Ja, ich glaube, wir können dann nochmal den Hund equippen. So, dadurch bekommen wir jetzt noch mehr Schaden, weil jetzt haben wir nämlich Tiere bei uns. Aber wo sind meine eigenen Tiere überhaupt? Ich habe die doch eigentlich equipped. Hä, die laufen einem gar nicht hinterher. Was? Alter, das ist so nervig. Die töten einen die ganze Zeit. Okay, also ich habe jetzt 3 Millionen. Dann muss ich mir... Ich drücke jetzt einfach die ganze Zeit auf Buy All. Ja, so, ich habe mir jetzt alle möglichen Schwerter gekauft. So, das ist das... Oh mein Gott, mit einem Schlag von diesem Schwert kann ich 6 Millionen verdienen. Ich kann 6 Millionen pro Schlag verdienen. Dies... Alter, was? Okay, pass auf. Was wir jetzt machen müssen, um noch mehr Geld zu bekommen, ist bei den Skills jetzt einfach alles zu kaufen, was geht. Oh mein Gott, 25 Hits und 5-facher Double Jump. Dann haben wir hier nochmal 30 Hits und dann müssen wir schon zum nächsten Level gehen. Okay, wir können uns sogar schon 6 Double Jumps holen, 45 Hits und nochmal 7 Double Jumps, wenn wir jetzt noch ein bisschen sparen. So, einfach kurz verkaufen. So, und dann jetzt kurz können wir uns gleich 7 Double Jumps holen. Und dadurch können wir jetzt einfach noch höher springen. Okay, 17 Millionen. Alles klärchen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Karte und sorgen mal dafür, dass diese Leute, die da unten uns die ganze Zeit genervt haben, ja, dass wir die jetzt mal abholen. Weil wir sind erst beim Desert Island. Wir haben erst ein Level geschafft. Das ist ja gar nichts eigentlich. Okay, so, wir gehen jetzt kurz verkaufen. Und jetzt springe ich den Leuten mal hier kurz weg. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Alter, da hinten ist sogar ein Dämonending, ne? So, 1, 2, 3, 4 und Kopfstoß. So. So, okay, dann bin ich jetzt hier. Dieser Typ darf mich nicht finden. Mir läuft die ganze Zeit so ein Typ hinterher, der die ganze Zeit versucht, mich zu töten. 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss aufpassen, meine Tastatur drückt manchmal doppelt Leertaste und dann wird es doppelt gezählt. Habt ihr das gerade gesehen? Guck mal, manchmal drückt er bei mir doppelt. Okay, okay, okay. Ich bin auf dem Weg nach oben. Das ist schon mal ganz gut. Okay, mit 7 Double Jumps sind wir echt ein bisschen besser dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ganz knapp, Alter. Ganz, 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 ganz dünnes Eis. 1, 2, 3, 4, 5. Und zack. Und jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nein! Okay, Skills. Kann ich mir noch mehr Jumps holen? 60er Hit. 8 Double Jumps kann ich mir holen. Okay, dann lass mal kurz 8 Double Jumps machen. So, Skills. 8 Double Jumps. Okay, dann haben wir das. Easy going. Das haben wir. Okay, jetzt mit 8 Double Jumps dürfte das besser gehen. Oh, dieser Kopfstand, den dürfte man nicht machen eigentlich. Der ist richtig schlimm, ey. Kaum zu kontrollieren. Okay, der läuft dem anderen jetzt hinterher, also gehe ich da lang. Das Problem ist, hier ist einfach einer, der passt die ganze Zeit darauf auf, dass bloß keiner nach oben kommt, weil wenn nämlich die Leute nach oben kommen, können sie nämlich stärker werden als er. Das will er natürlich nicht. Deswegen passt er auf seine Insel auf und tötet alle Leute, die auf dem Weg nach oben sind. Das ist so nervig. Das ist so dumm gemacht irgendwie. Okay. Jetzt bin ich auf einer Sandwolke.
Okay. Ich glaube, ich mache das anders. Auf einer Sandwolke kann man nicht stehen. Also gehe ich jetzt auf diese Insel gerade rauf. Oh Mann, das ist so schwierig, da hochzukommen. Okay. So, zum Glück habe ich mir die 8 Sprünge geholt. Dadurch ist dieses ganze System jetzt nochmal ein bisschen lockerer. Guck mal, da oben ist sogar... Oh mein Gott, das ist sogar schon die Insel da oben. Ja! Okay, ich habe das Island unlocked. So, jetzt können wir mal gucken, was wir uns hier für Schwerter noch holen können. Das Anchion Blade. So, das können wir uns kaufen. Und dann für 17 Millionen das Light Up Sword. Oh mein Gott, was ist das für ein Schwert? Oh mein Gott, das sieht so giftig aus. Zack! Zack! Oh mein Gott, der eine Typ macht trotzdem immer noch One-Hit. Alter, die Leute haben hier so viel Power, das ist crazy. Ich kann das gar nicht schaffen. Das ist so heftig. Naja, auf jeden Fall, meine werten Damen und Herren, ich werde, glaube ich, bei der nächsten Runde, wenn hier mal, glaube ich, nicht so viele Leute oder sowas am Start sind, nochmal da reingucken. Aber ich bekomme tatsächlich schon 6 Millionen Coins pro Schlag. Das heißt also, wir sind da eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein, Leute. Ciao!